Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, liebe Freunde, heute möchte ich euch das neue Album Endlich Weihnachten von Ella und Norbert Endlich vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja, Freunde, das Album Endlich Weihnachten von Ella und Norbert Endlich ist bereits am 19. November erschienen. Ich habe die Fanbox gebraucht, auf eBay gekauft, habe mit Versand um die 20 Euro bezahlt. Die Fanbox gibt es aktuell auch noch auf Amazon für 36,99 Euro. Den Link dazu packe ich euch natürlich wie immer hier unten in die Videobeschreibung. Genauso wie den Link zum Album und zum MP3-Download. Gut, so viel dazu. Wir starten direkt mit dem Unboxing. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern wieder euren Lieblingssong von der Interpretin einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und wir starten, wie gesagt, mit dem Unboxing. Los geht's. Als erstes schauen wir uns natürlich erst einmal das Boxdesign an. Wir haben eine Standard Deluxe Box. Auf der Vorderseite der Box lesen wir als erstes hier oben Endlich Weihnachten. Dann sehen wir Ella und Norbert Endlich, wie sie zusammen Gitarre spielen. Meine Box ist handsigniert. Ich kann euch leider nicht sagen, ob es die Box so zu kaufen gab oder ob die im Nachhinein signiert worden ist. Auf jeden Fall habe ich ein echtes Autogramm von Ella Endlich drauf. Sehr schön. Dann lesen wir Ella Endlich und Norbert Endlich. Und darunter lesen wir noch die Inhalte, was sich alles in dieser Fanbox befindet. Unter anderem einmal das Doppelalbum im Digipack, dann ein Kugelschreiber, ein Memo-Halter, Backförmchen und Weihnachtskarten. Also wirklich sehr übersichtliche Inhalte. Wir werden uns das Ganze zusammen gleich anschauen. Gut, dann schauen wir mal ringsherum. Ella Endlich, Norbert Endlich, Endlich Weihnachten. Hier sehen wir nichts. Auf der Oberseite nochmal die beiden Namen und den Albumtitel. Auf der linken Seite limitierte Fanbox. Ella Endlich, Norbert Endlich und Endlich Weihnachten. Auf der Rückseite lesen wir jetzt nochmal den Albumtitel und hier sehen wir auch einen Barcode. Gut, das war das Boxdesign und ich würde sagen, liebe Freunde, wir öffnen das Ganze mal. Als erstes schauen wir uns natürlich wie immer das Wichtigste an und zwar das Album. Wir haben hier wie gesagt ein Doppelalbum mit 22 Songs. Das Ganze kommt im Digipack Endlich Weihnachten, Ella und Norbert Endlich. Wir haben jetzt diesen Bildausschnitt ein bisschen weiter, also mit dem Tannenbaum. Das hat man ja vorne auf dem Cover nicht richtig gesehen. Also hier sieht man jetzt noch den Tannenbaum. Ja, inklusive All I Want for Christmas is You, Küss mich, halt mich, lieb mich. Das ist von Aschenbrödel der Song. Und dann Petit Papa Noel. Okay. Gut, auf der Rückseite sind die Songs aufgelistet. Wie gesagt, insgesamt haben wir hier 22 Weihnachtsklassiker drauf. Okay, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir als erstes jetzt die beiden CDs, CD1, CD2. Und die sind so gestaltet mit diesen, wie heißt das? Heißt das Bleiglasfenster? Ich glaube Bleiglasfenster aus Kirschen, was man kennt. Also mit diesem Motiv hier gestaltet die beiden CDs. Und dann haben wir hier als nächstes natürlich ein Booklet. Hier vorne drauf sehen wir Ella Endlich. Und hier ist jede Menge Text drin, wie ich vorhin schon mal gesehen habe. Wenn ich an Weihnachten denke, dann denke ich an die warme Stube meiner beiden Großeltern, an den Gänsebraten meiner Oma Thea, an den saftigen Früchtekuchen meiner Mutter. Naja, okay, also hier ist wirklich ein bisschen was geschrieben, so wie sie Weihnachten erlebt hat. Jede Menge sogar, mit ein paar Bildern. Also kann man sich alles durchlesen. Hat Ella Endlich ein bisschen ihre Erinnerung aufgeschrieben. Okay, das war das Booklet und damit das Wichtigste, liebe Freunde. Haben wir uns erstmal die CD angeschaut jetzt. Okay, dann haben wir als nächstes, jetzt kommen wir zu den ganzen Inhalten, was hier alles mit dabei ist. Wir haben jetzt erst einmal hier diese Ausstechform. Jetzt haben wir wieder das Albumcover drauf, endlich. Ich packe das Ganze mal aus. Ich habe euch vor kurzem ja erst die Box von Roland Kaiser vorgestellt und da habe ich schon so ein bisschen bemängelt, dass da in dieser Weihnachtsbox da zwar auch Ausstechformen dabei waren, allerdings waren das die Initialen von Roland Kaiser, also dieses R und K, und das fand ich jetzt nicht so gut, weil gerade wenn man dann solche Ausstechformen reinmacht, dann finde ich, sollte man doch weihnachtliche Motive reinmachen, weil wer macht sich schon Plätzchen mit R und K, also gut, vielleicht ein richtiger Fan, aber ich fand das jetzt nicht so gut. Hier in dem Fall haben wir eine schöne Ausstechform und zwar einen Engel.
Sehr schön. Das passt natürlich besser in seine Weihnachtsbox als, wie gesagt, die Initialen des Künstlers. Okay, sehr schön. Also eine Ausstechform des Ganzen in so einem, ja, komischen Beutel. Dann haben wir als nächstes die Weihnachtskarten. Da haben wir drei Stück. Einmal hier mit dem Bild, was wir vorhin schon auf dem Booklet gesehen haben. Ella endlich. So eine doppelte Weihnachtskarte kann man ein bisschen was schreiben und dann an Oma und Opa senden oder an wem auch immer. Dann frohe Weihnachten, dann mit dem Albumcover hier einmal. Hier steht sogar schon was drin. Von Herzen wünschen wir euch eine selige Weihnachtszeit. Okay. Also für die Schreibfallen, die kann man einfach so verschicken. Und dann die hier noch mit dem Motiv, was wir hinten auf der Box drauf gesehen haben. Also drei Weihnachtskarten, die ihr beschriften könnt und dann an eure Lieben versenden könnt. Okay. Dann haben wir als nächstes einen Kugelschreiber, ja, ich wollte sagen Bleistift, aber es ist ein Kugelschreiber im Holzdesign. Ella endlich ist hier reingebrannt. Also wir haben hier einen Kugelschreiber, damit könnt ihr natürlich dann gleich die Karten schreiben, eure Lieben. Okay. Und dann haben wir hier noch als nächstes den Memo-Halter, also so ein Stück Draht hier oben, wo ihr dann irgendwas dran machen könnt, zum Beispiel jetzt diese Postkarten. Und dann könnt ihr euch das Ganze zu Hause hinstellen, also ein Foto von euren Lieben oder irgendwas, was ihr euch da reinmachen wollt, dann könnt ihr euch das Ganze so hinstellen und dann habt ihr das halt irgendwo stehen, also so ein Memo-Halter. Okay, gut. Okay, das war's soweit. Und jetzt, liebe Freunde, haben wir hier noch was Handgeschriebenes. Obwohl, ich glaube, das ist nicht handgeschrieben. Ne, das ist gedruckt. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja, ich weiß nicht, was es von der Auflage von der Box gibt, aber sagen wir mal, es gibt 1000 Boxen. Dann wäre das natürlich ganz schön viel, das Ganze handschriftlich zu schreiben. Also, wir haben so eine reflektierende Karte. Ihr seht das hoffentlich. Sehr hochwertig gemacht. Und dann ist das Ganze natürlich gedruckt. Hier ist jetzt nochmal ein bisschen was geschrieben. Mit diesem Weihnachtsalbum holt ihr euch ganz viel Vorfreude ins Haus. Die Geschichten, die ich geschrieben habe, entsprechen allesamt aus unseren wunderbaren Erinnerungen. Okay, also jetzt ein bisschen was geschrieben. Ich kann es euch ja mal versuchen hier einzufangen. Vielleicht könnt ihr euch das an dieser Stelle einfach mal anhalten und durchlesen. Hier gibt es noch ein bisschen was zum Lesen. Neben dem Booklet, da war ja auch schon jede Menge Text und ich jetzt nochmal. Und das Ganze ist dann hier an dieser Stelle auch nochmal signiert. Ich würde behaupten, das ist echt, das ist nicht gedruckt. Also die Schrift hier oben ist alles gedruckt. Aber das Autogramm würde ich behaupten, das ist echt. Okay, sehr schön. Also gibt es nochmal ein bisschen was Geschriebenes von Ella endlich. Gut, liebe Freunde, damit sind wir am Ende des Unboxings. Ich werde euch natürlich ganz kurz nochmal alles in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum Weihnachtsalbum Endlich Weihnachten von Ella und Norbert endlich bekommt. Also, ihr bekommt einmal den geschriebenen, den handgedruckten oder ja, gedruckten Brief von Ella endlich handsigniert. Dann den Memo-Halter. Diese drei Postkarten, die ihr wie gesagt an eure Lieben versenden könnt. Dann einen Kugelschreiber im Holzdesign. Die Ausstechform mit dem dazugehörigen Beutel. Und natürlich das Wichtigste in dieser Box, liebe Freunde, das Weihnachtsalbum Endlich Weihnachten mit 22 Weihnachtssongs. Das Ganze gibt es in dieser Box. Ich muss ehrlich sagen, Freunde, ich bin froh, dass ich nur 20 Euro bezahlt habe. Die Box kostet bei Amazon, wie gesagt, neu 36,99 Euro. Meiner Meinung nach, ihr wisst, ich bin immer ehrlich, ist die Box ja ein bisschen überteuert. Also für das, was da drin ist, das ist nichts Besonderes. Das ist ja fast eine Standardbox für 39,99 Euro. Da ist, ja, was soll ich sagen, Freunde? Wem es natürlich gefällt, wer gerne sich die Box nach Hause holen möchte, ist natürlich vollkommen okay. Das ist, wie gesagt, nur meine bescheidene Meinung. Ich finde es ein bisschen überteuert für 36,99 Euro. Hab zum Glück nur 20 bezahlt, deswegen sage ich einfach mal, geht vom Preis her. Gut, das war's, liebe Freunde, mit dem Unboxing für heute. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen natürlich raus an Ella endlich und Norbert endlich. Viel Erfolg mit eurem Weihnachtsalbum, was ich vergessen habe. Was natürlich cool ist, dass die Box signiert ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie so zu kaufen gab oder ob das Ganze im Nachhinein dann nochmal signiert worden ist. Finde ich schon mal sehr cool. Gut, liebe Freunde, das war's. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.